sind hier am mutmaßlichen Tatort bei Heidingsfeld. Herr Zimmer, was ist denn passiert? Uns hat etwa gegen 21.15 Uhr der Notruf erreicht, dass es in der Regionalbahn zwischen Treuchtlingen und Würzburg zu einem Angriff eines Mannes gekommen war. Genauer gesagt, es war ein männlicher Täter, der mit einer Axt und auch einem Messer bewaffnet gewesen sein soll und der dort dann die Bahnreisenden angegriffen haben soll. Wir haben insgesamt Stand jetzt 3 Schwerverletzte, 1 Leichtverletzten und natürlich stehen auch mehrere Passagiere unter Schock. Was kann man denn zur Identität des Täters sagen? Was die Identität anbelangt und was auch die Hintergründe, die möglichen Hintergründe der Tat anbelangt, laufen unsere Ermittlungen natürlich auf Hochtouren. Wir befragen derzeit Zeugen und versuchen die Identität zu klären, aber diese Ermittlungen dauern zur Stunde noch an. Die Zugstrecke ist noch gesperrt? Die Zugstrecke ist zur Stunde noch gesperrt. Der Tatverdächtige, der dann zu Fuß von dem Zug aus auch geflüchtet ist, der Zug hat einen Nothalt gemacht, dann ist der Tatverdächtige geflüchtet und auf der Flucht auch von der Polizei erschossen worden. Der Tatort ist noch gesichert und nachdem unsere Ermittlungen noch andauern. Vielen Dank. Gerne.